Hallo und willkommen zu Teil 13, rückwärts einparken. Im letzten Teil hatte ich euch ja schon gezeigt, wie einfach es ist, vorwärts einzuparken und vor allem auch, wo man das Parken überall anwenden kann, zum Beispiel in Courseplay, dass man nach beendeter Arbeit Auto per Autodrive automatisiert parken lassen kann zum Beispiel. Und jetzt werden wir uns einer kleinen Kür widmen, die wir ja auch schon im BGA-Bunker hatten. Da dürft ihr gerne auch nochmal in das Video reinschauen. Da erkläre ich das auch nochmal ausführlich mit dem rückwärts einparken bzw. auch rückwärts abladen, weil es ist im Prinzip identisch. Aber wir werden jetzt mal hier beispielhaft die ersten zwei Parkplätze hier in der Halle einfahren. Da ich ja hier mein eigenes Netz quasi angefangen habe zu kreieren, habe ich jetzt hier zumindest schon mal eine Linie vor die Halle gezogen. Und natürlich auch eine Verbindung hier rüber über den Hof. Wie sich das gehört, natürlich mit GPS, mit einem gewissen Abstand vor der Halle lang, denn wir wollen ja rückwärts daran. Und damit wir nicht mit zu viel Abstand da lang fahren müssen, habe ich das Ganze relativ dicht vor die Halle gemacht. Jetzt machen wir noch Cosplay hier zu, das brauchen wir nämlich jetzt nicht. So. Dann wollen wir unsere GPS-Linie nochmal wieder ausrichten. Den Abstand zur Halle solltet ihr dementsprechend so ausrichten, dass ihr mit allen Fahrzeugen problemlos an der Halle entlang fahren und auch dementsprechend in Kurven einbiegen könnt. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten so einen Anbau dran habe und ich fahre hier rum, da muss hier auch noch genügend Platz sein, dass der Anbau nicht an die Halle dran stößt. Das ist schon mal der erste und wichtige Teil. Dann brauchen wir natürlich wieder so ungefähr mittig. Mal gucken, dass wir das hier so halbwegs hinbekommen. Ja, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Halbwegs mittig einen Punkt. Ich habe jetzt mal absichtlich den hier hinten dran gemacht, denn der wird mir jetzt als Abstandshalter dienen, sozusagen. Weil ich fahre jetzt hier mal, da fahren wir ruhig mal noch ein Stück vor. Also wenn ihr das nicht mit GPS macht, ich kann mich ja jetzt hier hinten an den Punkten zum Beispiel orientieren und sagen, okay, die Punktelinie soll an der Mauer sitzen. Ja, wenn ihr GPS nicht nutzen möchtet, könnt oder wollt oder wie auch immer, könnt ihr euch auch hier irgendein Anbaugerät hinten dran machen und damit einen gewissen Abstand zur Wand haben, damit wenn ihr da mit Anhängern oder sonstigem einparkt, es halt nicht zu irgendwelchen Problemen kommt, dass ihr da gegen die Wand donnert. So, der Abstand in meinen Augen passt. Wir gehen natürlich wieder in den Edit-Modus, wie sich das gehört. Und jetzt werden wir als erstes wieder die dunkelblaue Linie hier aufzeichnen, die einfach uns aus der Halle wieder rausführt. Denn, wie wir ja in dem anderen Teil gelernt haben, auf der dunkelblauen Linie, die ist nicht nur beidseitig befahrbar, sondern auch beidseitig rückwärts befahrbar. Also, wir setzen hier einen Punkt. Und dann sagen wir ihm hier Halle Süd P1. Ich glaube, das kommt hier ungefähr hin. Und dann werden wir jetzt hier vorsichtig mit Tempomat gerade rausfahren. Wir brauchen vor einer Halle ungefähr 30, 35 Meter Platz. Das so als kleiner Richtwert. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier noch einen weiteren dunkelblauen Punkt setze, dann ist das sogar schon mehr als ausreichend. Wofür brauchen wir so viel Platz? Ganz einfach, wenn ich hier aus dieser Kurve rauskomme, dann ist der Anhänger, ja, wenn ich Glück habe, relativ gerade hinter meinem Fahrzeug. Aber ich muss ja von der grünen Linie auch wieder hier hochkommen. Und je gerader der Anhänger später hinter dem Fahrzeug ist, desto einfacher hat es Autodrive rückwärts zurückzusetzen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Rückfahrlinie. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen tricksen mit dem Abstand. Ich glaube, so viel Abstand brauchen wir gar nicht. Es ist hier schon relativ weit weg. Wir nehmen mal den Punkt. Linksklick zum normalen Aufzeichnen. Zack. Und dann haben wir schon unsere hellblaue Rückwärtsfahrlinie. Oh, das passt jetzt hier natürlich nicht so ganz. Ist das jetzt der Punkt oder ist das jetzt der Punkt? Hat uns den jetzt hingesetzt hier? Oh, ganz weit nach da hinten. Ja, dann machen wir das anders. Wir löschen die nochmal. Dann brauchen wir halt ein bisschen mehr Abstand. Wir können es natürlich auch relativ einfach machen, indem wir einfach sagen, okay, wir ziehen hier quer eine Linie, die wir dementsprechend benutzen. Wir brauchen ja sowieso gleich noch eine Abfahrlinie.
Aber wir machen das jetzt erstmal so, Pi mal Daumen. So, nehmen wir halt den dritten Punkt. So, also Linksklick für das normale Aufzeichnen. Beim Rückwärtsfahren wird automatisch eine hellblaue Linie draus. Wo man jetzt hier, habe ich hier irgendwie eine Option aktiviert? Ne, automatisch verbinden, Start etc. Ne, haben wir nicht. Ich habe wahrscheinlich einfach schon wieder viel zu viel hier rumhantiert. Aber dann nehmen wir an der Stelle einfach die dunkelblaue Linie weg. Einmal da lang verbinden, einmal da lang verbinden und schon haben wir auch unsere dunkelblaue Linie wieder. So, jetzt machen wir uns hier wieder ein bisschen Abstand, um auf die Linie auszuweichen. Wieder so um die 30 cm. Und die rote Linie, also mein Versatz, den ich jetzt hier einbaue, richtet sich immer danach, dass er rechts oder links der dunkelblauen Linie ist, je nachdem von welcher Seite ich hier anfahre. Da ich jetzt von links hier komme und hier hochfahre, möchte ich erst einmal über die dunkelblaue Linie wegfahren, damit ich den Anhänger deutlich besser gerade gezogen bekomme. Würde ich von der anderen Seite kommen, dann wäre mein Versatz dementsprechend links der dunkelblauen Linie. So, jetzt müssen wir das Fahrzeug wieder ausrichten, damit die Linie auch halbwegs gerade wird. So, für einen relativ guten Winkel setzen wir jetzt einfach mal hier an. Nehmen wir die letzten GPS-Punkt. Dann haben wir hier jetzt schon mal unsere Linie und jetzt machen wir es genauso wie an der BGA. Ich zeichne jetzt nicht weiter auf, sondern lasse die zwei Punkte einfach erstmal da stehen. Dann mache ich hier nochmal zwei Punkte. Und jetzt ganz wichtig, ich muss hier ein bisschen mehr näher ran noch, damit mein Versatz nachher nicht zu groß ist. Ich glaube, dann nehmen wir die Punkte hier schon mal weg. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo er uns die Punkte setzt. Wir machen mal vier davor. Ob das so passt, wenn er jetzt den nächsten Punkt hier setzt. Es sollte nicht zu viel Abstand sein. Ich glaube, das war sogar schon ein bisschen zu viel. Fahren wir mal noch ein bisschen näher ran. Deswegen mag ich GPS, da kann man sich schön so ein bisschen an den Punkten orientieren. Nehmen wir jetzt drei Punkte vor dem Trecker. So, die zwei Punkte hat er uns aufgezeichnet. Jawohl, das sieht schon besser aus. Dann mit dem verbinden. Dann brauchen wir eine Verbindung von dem da hinten mit dem. Na, den mit dem. So, damit haben wir das auch schon. Brauchen wir natürlich noch eine Möglichkeit, von der grünen Linie darauf zu kommen. Setzen wir jetzt hier mal einen Punkt so. Den mit dem. Ja, man kann die Kurven natürlich nachher noch deutlich besser ausbauen. Aber das ist jetzt erstmal quasi nur zum Testen, dass ich meine Grundform schon mal habe. Mal den Stück rüber, dass wir besser auf der Linie sind. Das passt. Einmal den von dem trennen und dann den mit dem. So, heißt, wir haben jetzt unsere dunkelblaue Linie, über die wir rückwärts in die Halle reinfahren können, über die wir auch vorwärts dementsprechend wieder rausfahren können. Wir haben hier unsere Zubringerlinie, die grüne. Heißt, wenn der von da vorne kommt, fährt er hier auf die grüne Linie drauf. Fährt bis zur Spitze, bekommt dann das Signal, er soll jetzt bitte rückwärts fahren. Er fährt dann rückwärts in die Halle rein, bis er den Zielpunkt erreicht hat, parkt dann. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ganz wichtig, wir müssen natürlich von hier aus auch wieder wegkommen, denn so haben wir aktuell keine Chance. Bevor wir jetzt aber anfangen, hier eine neue Linie einzuziehen, werden wir uns erstmal um den zweiten Parkplatz kümmern. So, jetzt müssen wir nur den Versatz hier wieder rausmachen. Dann müssen wir halt einmal sehen, dass wir das hier wieder halbwegs vernünftig gerade gezogen kriegen. Da schieben wir mal noch ein bisschen rüber.
Kommt so Pi mal Daumen hin. So, und jetzt fahren wir hier wieder bis hier hinten ran. Ich orientiere mich aber trotzdem jetzt ein bisschen an den GPS-Punkten. So, dann Rechtsklick, Rekord-Button. Wir fahren wieder. Was vergessen, damit ich das nachher nicht nochmal machen muss. Direkt nach dem Rekord klicken. Direkt schon den Zielpunkt benamsen. So, Rechtsklick, dann benennen. Halle Süd P2. So, und jetzt fahren wir hier raus. So, und auch hier machen wir es genauso wie bei dem anderen. Ja, auch die Punkte sind ungefähr auf der gleichen Höhe gesetzt. So. Damit haben wir schon mal unsere dunkelblaue Linie. Jetzt brauchen wir noch die Rückwärtsfahrlinie. Können wir uns hier so ein bisschen an dem roten Strich orientieren. Ich glaube, der ist so ziemlich gerade. Das heißt, den benutzen wir jetzt einfach einmal Linksklick für normale Aufzeichnung. Und dann fahren wir jetzt hier rückwärts. Ah, ich weiß, warum er die Linien so komisch macht. Ich habe hinten den Anbau dran. Aber das macht in dem Fall nichts. So. Na, ich kann es nochmal zeigen. Ich setze den jetzt hier einfach mal ab. Weil dann ja für die Aufzeichnung rückwärts fahrend gilt ja dann nicht mehr das Fahrzeug selber, sondern das Anbaugerät. Und wenn ich jetzt hier sage, so Linksklick aufzeichnen. Und dann sehen wir, die Punkte werden ganz anders gesetzt. Wie gesagt, ansonsten zählt nämlich das Anbaugerät für die Aufzeichnung. So, aber wir waren auf dem Kurs. Ja, wir können ja mal, wir machen mal spaßhalber die Linie hier nochmal neu. Dann können wir auch nachher gucken, ob es da einen großen Unterschied gibt. So, Linksklick, Rekord-Button, einfach rückwärts fahren und schon haben wir unsere hellblaue Linie. Und jetzt sehen wir ja, er zeichnet sie natürlich jetzt anders auf. Was aber eigentlich nachher keinen Unterschied machen sollte. So, wenn ihr die manuell rückwärts verbinden wollt, einmal anklicken, ne, dass der Wegpunkt grün wird, dann linke Shift-Taste gedrückt halten. Linksklick auf den nächsten Punkt und schon haben wir auch hier unsere hellblaue Linie. Jetzt brauchen wir natürlich wieder unseren Versatz. Warum 30 cm? Das ist so, hat sich bei mir als gut herausgestellt. Das sind Erfahrungswerte. Das kann bei euch natürlich ganz anders aussehen, aber das müsst ihr einfach für euch selber ausprobieren. So, die zwei haben wir schon mal gesetzt. Brauchen wir noch die hier oben. So, was hätte ich gesagt? Drei vor dem Fahrzeug. Das wäre dann ungefähr... Halt, Versatz. Den Versatz wieder korrigieren, dass wir näher rankommen. Also nochmal wieder zurückfahren. Nochmal wieder vorfahren. Drei GPS-Punkte davor. Okay, passt. So, erster Wegpunkt und dann setzt er uns da den zweiten. Dann verbinden wir den mit dem. Und natürlich den von hier unten kommend müssen wir auch noch verbinden. Zack, so. Jetzt geben wir aber nochmal hier ein bisschen Zuwachs. Und zwar werden wir jetzt hier auf der Strecke auch zum Testen einfach mal noch ein paar Wegpunkte dazwischen setzen. Ich denke aber, es sollte keinen Unterschied machen.
Wichtig ist halt, dass wir hier oben näher rankommen, damit er hier nicht irgendwelche komischen Lenkeinschläge noch macht. So, das haben wir. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch hier unten einen Verbindungspunkt. Linke Steuerungstaste, linke Maustaste, zack, Wegpunkt gesetzt. Aber der passt natürlich jetzt hier überhaupt nicht so ganz. Gehen wir den noch ein Stück rüber. Ja. Ungefähr. Jetzt müssen wir nur den einmal von dem trennen, weil wir ja einen Wegpunkt dazwischen gesetzt haben. Jetzt den einmal neu verbinden. Und dann einmal den mit dem. Heißt, wir haben jetzt schon mal unsere Zufahrt. Wir haben unsere Rückwärtsstrecke. Wir haben unsere Strecke in die Halle und aus der Halle raus. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich eine Möglichkeit, dass wir von hier aus auch wieder wegkommen. Ob man das jetzt linksrum oder rechtsrum macht, ist eigentlich egal. Ich kann die Fahrzeuge jetzt alle hier nach rechts wegfahren lassen. Ich könnte sie nach da oben wegfahren lassen. Ich kann sie auch hier in der Schleife wieder mit reinfahren lassen. Ist alles erstmal egal. So, den nehmen wir raus. Ich werde das Ganze aber hier in die Richtung wegfahren lassen. Denn wenn ich später die andere Halle da hinten auch noch mit einbinde, dann brauche ich auf jeden Fall da auch eine Zufahrtslinie und eine Abfahrtslinie. Und wenn ich diese dann hier einfach rumziehen kann, dann passt das eigentlich ganz gut. So, wenn ich den Punkt jetzt da setze, sollte das eigentlich... Na komm, wir nehmen mal noch einen... Kommen wir noch ein Stück näher ran. So. Und hier dementsprechend auch. So, und von hier ziehe ich jetzt aber schon mal ein Stück die Linie weiter. Und werde die jetzt erstmal provisorisch hier mit anbinden ans Straßennetz. So. Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, das hier müssen wir auch noch verbinden. Zum einen den mit dem und dann auch von der dunkelblauen Linie das letzte Stück. Müssen wir natürlich auch hier mit anbinden. Wie gesagt, die Kurven kann man später noch feiner ausarbeiten, dass man sie ein bisschen runder macht, dass die Winkel vielleicht nicht ganz so spitz sind. Jetzt zum Testen und für das erste Einrichten sollte es eigentlich passen. Dann werden wir den jetzt einfach mal hier einparken lassen. Nicht wundern, ihr müsst bei dieser Methode eine Linie haben, die auch komplett wieder in das Straßennetz zurückführt. Wenn hier eine Unterbrechung drin ist, werdet ihr keinen Test hinbekommen. Er gibt euch dann die Meldung, dass er keinen Weg finden konnte. So, Halle P1, bitte einmal einparken. Oh, falscher Parkplatz gewählt. Halle Süd P1, da wollten wir hin. So, weisen wir den mal als Parkplatz zu, ne? Linke Steuerungstaste gedrückt halten, Rechtsklick auf das P. Und schon habt ihr einen Parkplatz zugewiesen. Immer entweder für das Fahrzeug oder das angewählte Anbaugerät. So, einmal rum hier um die Kurve. So, dadurch, dass der Winkel hier relativ steil ist, also die Kurve nicht sauber ausgearbeitet, fährt er hier natürlich sehr langsam rum. Also nicht wundern, das kann euch auch auf dem normalen Straßennetz passieren, wenn ihr die Kurven nicht sauber ausarbeitet. Schön zu sehen, wo er jetzt gerade ist. Jetzt hat er die grüne Linie hier, er ist drauf. Und jetzt kann er ihr sauber zurückschieben. Wir haben ja auch mehr als genug Platz. Das heißt, auch mit einem Anhänger sollte es nicht das Problem sein. So, lassen wir ihn das mal ganz alleine machen.
und sauber eingeparkt und vor allem, wir haben nach hinten noch ein bisschen Luft. So, jetzt lassen wir ihn mal auf den anderen Parkplatz fahren. So, er fährt brav über die dunkelblaue Linie. Jetzt hier vom Straßennetz wieder runter. Also auch das funktioniert. Er würde jetzt hier die Schleife fahren. Er würde hier einmal um den Hof jetzt komplett drumherum fahren, um von der anderen Seite, kommend dann dementsprechend hier wieder auf das Netz drauf zu fahren. Halt. Da soll's sehen. So, ja, ist ja die Strecke, wo wir ein paar Wegpunkte mehr gemacht haben. Aber wie wir gerade schon gemerkt haben, es hat ihn nicht gestört, dass hier in der Mitte keine Wegpunkte waren. Es hat ihn auch beim Rückwärtsfahren nicht gestört, dass er da ja eine relativ lange hellblaue Strecke hatte. Ja, also das Einparken ist nahezu identisch. Es stört also nicht, wenn da mal der ein oder andere Wegpunkt fehlt. Und auch hier sauber eingeparkt. Wenn wir uns gleich mal einen Anhänger holen und dann soll der hier einpacken. Worauf ihr aber auf jeden Fall achten müsst, was meistens nicht so ganz funktioniert. Angenommen, ihr habt hier einen Anhänger drin stehen und ihr steht mit dem Trecker ein bisschen schief, müsst ihr aufpassen. Es kann sein, dass er erst nochmal die grüne Linie benutzt, rückwärts zurückfährt ein Stück, um dann rechts abzubiegen. Wenn ihr eure Abfahrlinie zu früh hier habt, auch dann kann es passieren, dass er keinen Weg wegfindet. Also es muss schon ein bisschen Platz sein, dass er ein paar Wegpunkte noch abgreifen kann, die mehrere Meter vor der Schnauze des Fahrzeugs liegen. So, dann gucken wir doch mal. Ich glaube, ich habe da irgendwo noch meinen Ladewagen stehen. Genau. Dann können wir nochmal schnell hier drüber fahren. Mal ein bisschen überschüssiges Zeug hier wegholen. So, machen wir den aus und dann lassen wir den jetzt mal in der Halle Süd P1 einparken. So, da ich aber weiß, dass der jetzt um die halbe Karte drumherum fahren würde, nein, aber zumindest einmal rund um den Hof. Wenn wir den jetzt einmal schnell von Hand dahin fahren. Denn sonst würde er jetzt erst aufgrund der fehlenden Zufahrt auf der Seite, würde er sonst erstmal auf die andere Seite vom Hof fahren, weil er nur von dort aus auf den Hof drauf kann. Und die Zeit können wir uns ja ein bisschen sparen. Upp. Wenn ihr so wie auf der Kernstadt automatisch öffnende Tore habt, dann würde Autodrive auch dementsprechend nah an das Tor ranfahren und das warten, bis das Tor geöffnet ist, bevor er dann auf den Parkplatz fährt. So, lassen wir ihn jetzt mal hier an der engen Stelle einparken. Gucken wir mal, ob er das hinbekommt. Vor allem, ob er den Anhänger so weit gerade zieht. Gut, bei dem dürfte das jetzt nicht so das große Problem sein. Er hat Lenkachsen. Wo man sich auch nicht wundern darf, ist, wenn LKWs rückwärts einparken sollen. Die sind auf eine gewisse Geschwindigkeit begrenzt beim Rückwärtsfahren, weil diese Auflieger aufgrund von ihrer Länge und vielleicht auch noch Lenkachsen sich manchmal etwas seltsam verhalten. Deswegen ist das beschränkt, damit Autodrive da auch noch rechtzeitig in die Lenkung eingreifen kann, bevor da irgendein Blödsinn passiert. Also da bitte nicht wundern. Ist aber nur beim Rückwärtsfahren so. Ja. Herrlich. Klar, er eiert vorne ein bisschen, er korrigiert halt ständig gegen, ne, sobald der Anhänger nur um ein Milligrad abweicht, muss er halt schon gegenlenken.
Aber wir sehen, wir hätten die Zielpunkte gar noch weiter nach hinten machen können. Es gibt aber ein paar Fahrzeuge, da ist das mit dieser, mit der Achse, die Autodrive benutzt, um da dementsprechend zu erkennen, wo das Fahrzeug sich nun befindet und wie nah es schon am Zielpunkt dran ist. Ein bisschen versetzt, also kann man so machen. So, mal angenommen, ich habe den jetzt hier abgekoppelt und ich fahre jetzt hier rückwärts ran. Ja, vielleicht auch schief. Und jetzt mal absichtlich so ein bisschen. So. Autodrive guckt nach dem günstigsten Streckenabschnitt vor der Schnauze des Fahrzeugs sozusagen. Jetzt stehe ich hier schief. Je nachdem, wie man steht, wird er nicht die dunkelblaue Linie abgreifen, sondern gegebenenfalls die grüne, entweder die aus diesem Winkel oder die von da. Wir gucken mal, wenn wir den jetzt woanders hinschicken. Nein, in dem Fall haben wir jetzt, glaube ich, Glück gehabt. Wo orientiert er sich dran? Jawohl, an der dunkelblauen Linie. Und kann hier abbiegen. Es kann aber auch passieren, dass er die andere Linie nimmt. Aber wie wir sehen, das funktioniert problemlos. Jetzt lassen wir ihn auch wirklich nochmal auf Parkplatz 2 reinfahren. Dann haben wir auch nochmal den Beweis, dass auch weniger Punkte funktionieren können. Und dass er sich mit mehr Punkten auch nicht viel anders verhält. Ja, er fährt wieder schön erst auf die grüne Linie. Dadurch, dass die Strecke lang genug ist, zieht er auch den Anhänger relativ gerade. Und dann hat er auch keine Probleme, den relativ gerade rückwärts reinzuschieben. Es gibt ein paar Geräte, die stellen sich da ein bisschen schwieriger an. Bei anderen ist es, so wie jetzt bei dem Anhänger, relativ einfach. Da muss man nicht großartig was beachten. Also selbst er würde jetzt hier mit Anhänger wunderbar reinpassen. Ich könnte jetzt auch genau sagen, okay, das ist sein Parkplatz. Und ihn schicke ich jetzt auf den anderen Parkplatz. Dann habe ich die nebeneinander stehen. Halt, falscher Parkplatz. Aber. Wichtig ist halt, dass ihr relativ sauber arbeitet, was die Streckenführung angeht. Also möglichst gerade Strecken. Wenn ihr es nicht mit GPS macht, könnt ihr natürlich auch mit dem Landschaftstool euch da ein Hilfsmittel schaffen. Denn es gibt ja X... Und dann D. Wo sind sie? Ich glaube, hinterm Gras irgendwo. Gibt es diese Plattenmuster? So, wenn ich jetzt hier dieses Plattenmuster zum Beispiel davor mache, dann kann ich mich natürlich auch wunderbar beim Fahren an den Platten orientieren. So habe ich es ganz am Anfang gemacht, bevor ich das Ganze mit GPS gemacht habe. Aber GPS macht die Sache halt deutlich einfacher. Er hat wunderbar eingeparkt. Das funktioniert also. Und genauso wie ich das jetzt mit den ersten beiden Parkplätzen gemacht habe, würde ich das jetzt auch mit den nächsten Parkplätzen machen. Erst die dunkelblaue Linie aus der Halle heraus bis zu einem gewissen Punkt. Dann die hellblaue Linie ansetzen. Das Ganze verbinden. Dann mit einem gewissen Versatz die Zuführungslinie, die grüne, bis vorne durchziehen, verbinden, dann den von der Zuführungshauptlinie, nenne ich sie mal, die Verbindung schaffen, dann den nächsten Parkplatz machen, dasselbe Spiel wiederholen, also erst dunkelblaue Linie, hellblaue Linie, grüne Linie, die Verbindung schaffen, nächster Parkplatz, dasselbe Spiel, und wenn ihr die alle fertig habt, dann
ganz zum Schluss einmal die Linie noch ziehen, von der aus eher die Fahrzeuge dementsprechend das Ganze hier wieder verlassen können. Wie gesagt, kann man noch schöner ausarbeiten. Ich könnte jetzt den Punkt hier noch zum Beispiel weiter rüberziehen. Oder ich könnte natürlich auch sagen, okay, ich mach den Knick hier ein bisschen anders, dass da eine Halbwegskurve zumindest raus entsteht. Aber das ist nachher Fleißarbeit. Versucht einfach, das Grundkonzept umzusetzen. Und wenn das funktioniert, könnt ihr an den Feinheiten später immer noch werkeln.